Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Als nächstes für die Fraktion der Freien Demokraten die Kollegin Schacht-Sauer. Bitte schön. Danke. Ja, verehrter Herr Präsident, gestatten Sie mir zunächst zwei Vorbemerkungen. Zum einen muss ich mich, weil es passt, nicht, dass es mir heute noch einmal passiert, zutiefst entschuldigen beim Kollegen Kummer. Es hat schon heftige Verwirrungen geschaffen. Ich hoffe, das wird nicht auf meine Redezeit angerechnet. Die Protokollantin fragte mich auch schon, wer Herr Ketter sei. Ich möchte mal eine menschliche Komponente. Ich hatte gestern, der Kollege, wir duzen ja sogar, der Herr Kummer, und ich hatte Hunger und ich dachte an Herrn Ketter und dann kam ein ganz anderer Name raus. Da kann man hier auch einfach mal Entschuldigung sagen. Und von daher, das muss auch mal sein bei allem. Ja, und dann, also wir haben ja durchaus interessante, glaube ich, 30 Stunden hinter uns. Die scheinen auch durchaus Wirkung auf die Redner gehabt zu haben. Ich habe jetzt schon auch wieder total fasziniert die Debatte verfolgt. Also, dass man die CDU, wir haben ja heute viel, wir haben ja viel gelernt über die CDU, aber dass die CDU jetzt im Verdacht steht, den Linksstaat zu errichten, also das wird selbst die FDP nicht behaupten wollen, liebe Kollegen. Also, das ist schon von den Kollegen der AfD. Aber ich finde es aber eigentlich beschämend, ein Stück weit. Ich bin ja immer bemüht, zu versuchen, aus Aussagen so eine Art, das ist vielleicht die Juristenkrankheit, einen Nukleus herauszuarbeiten. Ich kann keinen erkennen. Umso wichtiger wäre es aber, doch bei dem Thema. Und den Titel, muss ich sagen, den finde ich stark. Der Titel engagiert für einen starken und verlässlichen Rechtsstaat. Der ist umso wichtiger, gerade in diesen Zeiten, weil der Rechtsstaat ist eine zentrale Säule unserer Demokratie. Und seien wir doch mal, wenn wir mal ein Stück weit uns von diesen Haushaltsdebatten lösen, wenn man so die letzten zwei Jahre, glaube ich, mal ein bisschen Revue passieren lässt, was da passiert ist. Stuttgart ist ja nur, sage ich mal, ein trauriger Höhepunkt der Eskalationen. Wir hatten Hamburg. Wir hatten viele erschütternde Ereignisse, die von Sachbeschädigungen, Vandalen in den Innenstädten, Bedrohung, Kriminalität im Netz, wo man denkt, welche Qualitäten können da noch erreicht werden, Gewalt gegen Institutionen des Staates mit leider sehr dramatischem Ausgang gegen Politiker oder gegen Einsatzkräfte, Rettungskräfte. Es scheint nichts zu geben, was es nicht gibt. Und da kann man schon einmal fragen, bei dieser langen Reihe, wie ist es dann um unseren Rechtsstaat bestellt? Und wo sind Fehlentwicklungen? Weil das darf nicht sein. Der Ruf nach dem starken und verlässlichen Rechtsstaat, er wird regelmäßig, man könnte sagen, es ist so diese Betroffenheitsmeldung nach Stuttgart, der starke Staat, der starke Rechtsstaat, es muss sofort reagiert werden. Das wird zu Recht angemahnt, aber man wendet dann den Blick, so innerlich beseelt, dann wendet man den Blick auf diesen Antrag von CDU und GRÜNE, und der beschäftigt sich primär mit Lobgesang auf die Landesregierung. Ausstattung der Justiz, Aktionsprogramm Hessen gegen Hetze, Hessen ist fleißig, auf der Justizministerkonferenz waren stets bemüht, Rechtsstaatsklassen, Häuser des Jugendrechts, Opferschutzverbände. Ja, auch wir Freie Demokraten befürworten die Idee der Häuser des Jugendrechts, die sich bewährt haben. Und ja, die Rechtsstaatsklassen, werter Kollege Heinz, sind natürlich ein guter Ansatz. Sie sollten aber auch praktisch gut durchgeführt werden. In Frankfurt hat man sie z.B. wegen offenkundigen praktischen Scheitern eingestellt. Und es ist aus unserer Sicht auch wichtig, gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen. Da haben einige Vorredner die Thematik angestreift. Beim Klatschen von Schwarz-Grün in diesem Antrag wird auch die strafrechtliche Verfolgung aufgeführt. Lob, Klatschen und was noch? Was tun Sie denn nachhaltig und messbar für den starken und unverzichtbaren Rechtsstaat? Was passiert dann tatsächlich in den Lobfeldern? Und dann nehmen wir mal zwei, drei Bereiche, die auch in dieser neuen Entwicklung, glaube ich, die auch etwas mit Modernität und Gesellschaft zu tun hat. Nehmen wir mal den Bereich Hass und Hetze im Netz.
Hate Speech im Internet, ja, großes Problem, nicht nur in Hessen, aber in Hessen, ein Drittel der Hessinnen und Hessen gibt laut aktuellen Studien an, schon einmal im Internet beleidigt oder bedroht worden zu sein. Es zeigt, ja, es muss mehr gegen Hass im Netz getan werden. Denn gerade im Internet, um vielleicht einen Lösungsansatz für Ihre Frage, Herr Dr. Wilken, zu machen, erleben wir eine dramatische Zunahme sprachlicher Ausdrucksweisen, wenn man darüber auch von Ausdrucksweisen reden kann bisweilen, die aggressiv und verletzend sind. Es ist erschreckend zu sehen, wie Menschen dort beleidigt und öffentlich ohne jeden Respekt angeprangert, angegriffen werden. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, das müssen wir alle ganz klar sagen, ist kein Recht auf verbale Gewalt. Verbale Gewalt, und Sie haben es ja angesprochen, führt dazu, zum einen, dass Menschen sich nicht mehr trauen, sich an Diskussionen in sozialen Netzwerken zu beteiligen. Dadurch wird einerseits die Meinungsfreiheit des Einzelnen und natürlich auch eine Meinungsvielfalt beeinträchtigt. Beleidigungen und Verunglimpfungen, das ist verbale Gewalt. Und wenn Hassreden, Aufruf zu Gewalt, keine sichtbaren Konsequenzen haben, was erfolgt dann nach der verbalen Gewalt? Ich kann da ja auch richtig rumpöbeln. Die nächste Stufe ist, ich kann mir auch mal hier ein Stein ins Fenster schmeißen. Das enthemmt. Und das ist im Übrigen auch durchaus nachgewiesen. Es ist ein gefährliches Gewaltpotenzial. Und wir sind alle gefordert, etwas zu tun. Und vor allen Dingen muss der Rechtsstaat muss hier sichtbar energisch auftreten. Denn jedem muss klar sein, und das ist doch der Grundsatz im Bereich des Strafrechts, es muss etwas passieren, das geht nicht. Du hast eine Linie überschritten. Und wenn das Leute nicht merken, dann kriegen wir da ein Problem. Ein zentrales Meldeportal ist ein Schritt. Es kann aber auch nur wirken, wenn dem energisch nachgegangen wird. Und da ist ein Parameter in diesem ganzen Bereich, wie viele Verfahren führten denn zu Anklagen? Denn, werte Kollegen, das ist der entscheidende Parameter für Bürgerinnen und Bürger, gerade bei dieser Ohnmacht, den viele im Netz verspüren. Wie schnell ist Strafverfolgung? Wie schnell verfolgen Verfahren Urteil? Ist der Rechtsstaat dort wahrnehmbar? Grundlage des Vertrauens. Liebe Kollegen von CDU und GRÜNEN, da sieht es aber vergleichsweise dünn aus. Und von daher Lobkärtchen 1 leider wieder unter den Tisch. In der Ausstattung ist einiges passiert, ja. Man hat aber Schwerpunkteinrichtungen, auch das wurde angesprochen, geschaffen. Doch die hessische Justiz besteht nicht nur aus ZIT- und Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Die ganze hessische Justiz muss gerüstet sein. Digitalisierung muss Standard sein. Wir haben ja auch nicht irgendwann gesagt, ihr bleibt jetzt alle bei der Schreibmaschine, Computer brauchen nur die Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Denn ein Großteil von Kriminalität, das ist auch Allgemeingut, nehmen wir nur z.B. den schlimmen Bereich von Kinderpornografie. Nehmen wir den ganzen Bereich der Wirtschaftskriminalität, das Darknet, Waffenhandel. Sie schreiben so schön in Ihrem Antrag, der Rechtsstaat muss sich auch im digitalen Raum bewähren. Ja, aber da gibt es noch einiges zu tun bei der digitalen Ausstattung, der Kompetenz. Es darf nichts Besonderes sein. Es muss normal sein, dass unsere Justiz damit umgeht, dass das Netz viele Facetten hat. Und nehmen wir doch einmal den Bereich, ja, es wurde ja so oder so angesprochen, nehmen wir den Bereich des politischen Extremismus. Warum zeigen erst Studien von Rundfunksendern, die stellen fest, dass monatelang Hasskommentare, Chats bei Facebook frei zugänglich sind, in denen einer Art und Weise sowohl rechtsextremistisch als auch linksextreme Diskussionen sind, die ich gar nicht im Wort hier wiedergeben möchte, wo man sich nur fragt, ja, warum hat das keine Konsequenz? Dann kann ich es ja auch machen. Und das ist das mit dem, den Worten müssen Taten folgen und es muss spürbar sein, das geht nicht so. Die IT, ja, sie war mal in Hessen, da war Hessen mal führend. Inzwischen sind andere Länder auch bei den simplen Verfahren der E-Akte in dem Gericht, das Landgericht Limburg ist, glaube ich, immer noch in der Pilotphase. Ich habe ja den Vorteil, ich wohne da und kann da immer mal vorbeigehen. Es tut sich nicht so recht was. Wieder ein Lobkärtchen gerissen. Und ein zentraler Baustein des starken Rechtsstaats, die Strafverfolgung.
Da muss man sagen, das ist das, wo der Bürger ja am ehesten spürt, wie ist es dann um unseren starken Rechtsstaat bestellt. Im Bereich der Polizei wurde das Personal deutlich erhöht, aber im Bereich zur Strafverfolgung gehört mehr in der Justiz. Da gehört so viel dazu. Da gehören die Richter dazu, da gehören die Staatsanwälte dazu, die Rechtspfleger, die Wachtmeister, der Gefangenentransport, der Schreibdienst, ganz wichtig, wenn die Haftbefehle nicht rausgehen, wenn die ganzen Verfahren, die jetzt auch natürlich sehr viel aufwendiger zu begleiten sind, und nur die Gesetzesschraube, hier wurde es gesagt, die hilft nicht, wenn die Justiz, der Apparat an sich das überhaupt nicht leisten kann, wenn ich ca. 24 Monate auf ein Urteil auch in einem ganz simplen Zivilrechtsstreit warten muss. Auch das ist starker Rechtsstaat. Frau Kollegin, der trotz Bürger Hunger und Kummer. Was? Ach, Kummer. Trotz Hunger und Kummer ist bald fertig, bitte. Dem ich demonstrieren möchte, dass ich auch sozusagen Normen von hinten gehorche. Die Frage ist, ist der Rechtsstaat spürbar? Ist der Rechtsstaat auf Augenhöhe mit dem Verbrechen? Da haben wir massive Zweifel. Wir finden die Thematik wichtig. Doch ehrlich gesagt, zum Loben, zum Ausruhen ist zu früh. Es muss noch sehr viel mehr getan werden. Und wenn Sie das alles dann gemacht haben, da sind wir auch dabei beim Loben, weil der Rechtsstaat ist wichtig. Und ich glaube, für uns alle ein Herzensanliegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Den Satz müssen Sie uns noch einmal übersetzen, den Sie gerade gewählt haben. Frau Förster für die Fraktion der GRÜNEN. Frau Förster-Heldmann ist als Nächste und bei meinen Meldezetteln auch letzte Fraktionsvertreterin heran. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Um was geht's? Es geht darum, die Rolle der Justiz bei der Bekämpfung von Terrorismus, Mord und überhaupt allen Straftaten herauszustellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der letzten Legislatur das Justizaufbauprogramm aufgesetzt haben. Es ist auch heute schon darüber gesprochen worden und das konsequent verfolgen. Wir schmücken uns, wir alle, wir schmücken uns gerne mit unserem Rechtsstaat, haben Vertrauen in ihn nach dem Motto, er wird es schon richten. Auch das, was manch Rechtspopulisten so anstellen. Aber sehr verehrte Damen und Herren, ist das so, oder stützen wir uns auf einen Teilbereich der Gewaltenteilung, den wir als selbstverständlich erachten, einen Bereich, der keine Lobby oder manchmal zu wenig Lobby in unserer Gesellschaft hat? Ich fand, Herr Heinz hat da sehr schön darauf hingewiesen. Ein paar Punkte möchte ich erwähnen, auch wenn sie heute schon erwähnt worden sind. So werde ich es trotzdem auch noch einmal tun. Fit für den Rechtsstaat ist entstanden aus der Notwendigkeit, vielen Menschen die Zusammenhänge unserer deutschen Rechtsstaatlichkeit erklären zu wollen. Und da es so ein erfolgreiches Programm und Format war, ist es auf 900 weitere Schulen ausgedehnt worden. Auch wenn es an einzelnen Schulen nicht klappen sollte, ist es kein Grund, das Format beiseite zu schieben. Die Häuser des Jugendrechts haben den Auftrag, Kindern und Jugendlichen Unterstützung zu geben in einer Phase, in der sie sich strafrechtliches, relevantes Handeln anbahnt und eben dadurch enge Vernetzung eine erfolgreiche Präventionsarbeit hinzubekommen. Und womit wir uns im Zuge der immer umfangreicheren Nutzung des Internets auch beschäftigen, ist die Verfolgung von Hass und Hetze, gerade in den sozialen Medien. Wir haben eine Meldestelle eingerichtet. Und natürlich ist diese Meldestelle etwas Besonderes, auch wenn sie im Augenblick noch nicht diese strafrechtliche Verfolgung hat, wie wir das wünschen oder vielleicht wie es irgendwann sein wird. Aber natürlich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und er wird auch weithin beachtet. Und besonders zu erwähnen ist das ZIT. Auch das ist eine besondere Einrichtung, die große Erfolge auch gehabt hat, nachweislich bei Kinderpornografie. Und ZIT wird bundesweit angefragt, bekommt nicht nur bundesweit Beachtung, nein, wird auch bundesweit angefragt. Ich glaube, eine größere Anerkennung kann es kaum geben. Und mit dem
Mit dem Thema Cybergrooming, dem digitalen Hausfriedensbruch, beschäftigen wir uns schon länger. Das war auch Teil der Koalitionsverhandlungen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich sozusagen in diese Netzwerke eindringen zu können, um massive Straftaten zu verhindern. Und im Bereich Internetkriminalität, da ist dieses Marktortprinzip sehr wichtig. Das ist eine Initiative, die wir natürlich unterstützen, um die Daten, die im Ausland gespeichert sind, auch für hier im Inland zugänglich zu haben. Deswegen ist es keine Kleinigkeit, sondern da sollten wir gemeinsam alle dran arbeiten. Ja, und die Sache mit dem Opferschutzbeauftragten, wie ich finde, ist es eine sehr gute Initiative der Ministerin, den Herrn Fünfsinn für diese Aufgabe zu gewinnen und das zu professionalisieren. Und diese ganzen Netzwerke und neben Response gibt es eine ganze Menge andere Netzwerke, die durchaus funktionieren, diese auch zu verknüpfen und das auch noch einmal verstärkt zu verstärken durch diese gute Verknüpfung. Und bei dem Antisemitismusbeauftragten, der ist auch wichtig, weil er das Gleiche in seinem Bereich macht. Und wir haben gemeinsam festgestellt, dass das zwei Punkte sind, die unbedingt bearbeitet werden müssen. Also eines kann ich mir nicht verkneifen. Ich finde, das gehört zu der ganzen Wahrheit dazu. Das sollte man schon auch noch einmal erwähnen, wenn man über Darknet und Verfolgung im Darknet etc. redet. Eine ganze Menge des Drogenhandels, der im Internet stattfindet, hat einen riesengroßen Vorteil, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Er findet nicht mehr auf unseren Straßen statt. Auch das sollten wir einmal zur Kenntnis nehmen. Also neben all diesen Bereichen, die die Justiz betreffen, gibt es aber auch die ganz schlichten Aufgaben, wenn Richterinnen und Richter gerufen werden, weil ein Mensch nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Dann muss entschieden werden. Und da brauchen wir auch eine starke Justiz, nicht eine starke Justiz in der Ausstattung oder nicht nur in der Ausstattung, sondern eine mental starke Justiz, auf die wir uns in dieser Situation verlassen können. Weil ich glaube, in so einer Situation mit einem Richter oder Richterin tauschen zu wollen, das will keiner von uns. Und diese Fälle sind dramatisch, weil sie außerhalb unserer Wahrnehmung sind. Und weil sie uns vor Augen führen, ganz deutlich vor Augen führen, in welchem geistigen und materiellen Wohlstand die meisten von uns wirklich auch leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch einen Blick dahin lenken und einfach den Respekt für diese Arbeit auch aufbringen. Mit diesen zutiefst verstörten Menschen, eben diesen schwachen Menschen, muss auch jemand umgehen, ob das im Strafvollzug ist oder sonst wo. Und auch in Zeiten von Corona fragt dann auch niemand nach Abstandsregeln, weil die Arbeit muss getan werden. Und auch dafür zollen wir den allergrößten Respekt. Und warum spreche ich jetzt darüber? Weil Justiz in unserer Wahrnehmung häufig eine nachrangige Rolle spielt. Und das ist, finde ich, bei den vorhergehenden Redebeiträgen auch wieder deutlich geworden. Weil es wird immer alles miteinander verknüpft. Und dann kommen noch gesellschaftliche Aufgaben. Und Stuttgart, ja, das sehe ich auch alles so. Aber das hat zunächst einmal nichts damit zu tun, worüber ich spreche, die Stärkung von der Justiz und der Leistung, die Justiz aktuell auch für uns erbringt. Natürlich interessieren uns die großen Fälle. Wir sind immer dabei, in der Zeitung zu lesen, wenn große Gruppen, Netzwerke aufgedeckt werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ministerin auch von den einen oder anderen sprechen wird. Aber, sehr verehrte Damen und Herren, aus einem Staat wird erst ein Rechtsstaat, wenn sich eine unabhängige Justiz herausbildet. Und das Wort unabhängig ist dermaßen wichtig für uns, weil es die Besonderheit in unserem Rechtsstaat ist. Wenn Sie sich einmal die Berichterstattung anschauen, wo
wie Gerichte aufgestellt werden, auch im In- und im Ausland, dann wird einem das noch einmal richtig deutlich, welche starke Institution wir mit der deutschen Justiz auch haben. Denn nur einer unabhängigen Justiz kann man in einem Rechtsstaat die letzte Entscheidung für schwerwiegendste Maßnahmen anvertrauen. Das Einziehen von Vermögen, langjährige Freiheitsstrafen, Sicherheitsverwahrung oder auch schlichten, brutalen Mord. Auch darüber ist heute schon geredet worden. Ich möchte Sie aber aufmerksam machen, all unsere Forderungen nach mehr Ordnung, Sicherheit, Polizei, all das hat nur einen Sinn, wenn eine funktionierende Justiz dahinter steht, die allen Beteiligten, auch den unangenehmsten Menschen, den grässlichsten Verbrechern, ein ordentliches Verfahren gewährleistet. Denn nur so, meine Damen und Herren, sind wir in der Lage, unsere Würde zu behalten. Denn auch am Umgang mit diesem Teil unserer Gesellschaft müssen wir uns messen lassen. Anerkennung, Respekt und Wertschätzung, das ist das, was Justiz braucht, neben der materiellen Unterstützung. Und lassen Sie uns daran öfter denken und auch gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Förster-Heldmann. Da keine weiteren Wortmeldungen aus dem Plenum vorliegen, hat nunmehr das Wort Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst sagen, ich bin dankbar den Koalitionsfraktionen für diesen Antrag engagiert für einen starken und verlässlichen Rechtsstaat. Alle Redner, die geredet haben, haben aus unterschiedlichen Aspekten deutlich gemacht, dass der Rechtsstaat, wenn er funktioniert, eher im Hintergrund steht, wenn er aber nicht funktioniert, die Schlagzeilen beherrscht. Und sich dessen bewusst zu sein, da hat jeder einen anderen Blick darauf geworfen. Aber selbst die, die kritisiert haben, dass es heute Setzpunkt ist, haben viele Aspekte, die den Rechtsstaat ausmachen, in Hessen genannt. Und ich glaube, diejenigen, die es ablehnen wollten, heute darüber zu diskutieren, haben mit ihrem Redebeitrag deutlich gemacht, dass der demokratische Rechtsstaat in Hessen mit all seinen Facetten etwas Besonderes ist, er zu schützen ist und es wert ist, gerade in der Pandemie darüber zu reden. Ich will darauf hinweisen, das ist vielleicht den allermeisten nicht so bewusst, aber Frau Förster-Heldmann und der Kollege Heinz haben das ja gesagt, wenn der Rechtsstaat Kritik hervorruft, dann sind die Debatten, die geführt werden, für schnelle Lösungen. Aber eigentlich ist das Mühen im Rechtsstaat so, dass viele einzelne Maßnahmen, ich fange mal bei der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter an und höre bei vielen Dingen auf, die den Vollzug und andere Bereiche betreffen. All diese einzelnen Puzzleteile führen am Ende dazu, dass der demokratische Rechtsstaat funktioniert. In Pandemiezeiten kommt es darauf an, dass die besondere Rolle des Rechtsstaates die Freiheit des Einzelnen schützt und trotzdem handlungsfähig ist, um die staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und genau dieses Spannungsfeld, das ist es, was am Ende es ausmacht, dass staatliche Übergriffe auch in Pandemiezeiten nicht stattfinden können, weil jede Maßnahme, die der Staat trifft, in einem Rechtsstaat auch überprüft werden kann. Und alle von uns, die hier im Parlament, in diesem Haus darüber diskutieren, wissen, dass es zahlreiche Gerichtsverfahren gegeben hat gegen die Einschränkungen, die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes vorgenommen worden sind. Das heißt, jede staatliche Maßnahme, die getroffen wird, aufgrund der Einschränkungen und der gesetzlichen Regeln kann in einem demokratischen Rechtsstaat überprüft werden. Und genau das macht es am Ende auch aus, dass wir die Freiheit, die man braucht, auch in Pandemiezeiten zu erhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will ausdrücklich sagen, wer das nicht verstanden hat, das ist die AfD. Wer am heutigen Tag von Gesinnungsstrafrecht in einem demokratischen Rechtsstaat redet, der hat überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Und wer dann noch Volksverhetzung als Straftatbestand schwächer machen will und nicht stärker und ihn möglicherweise abschaffen will, der hat die Maske zerfallen lassen, wie er dazu steht. Die AfD und der Rechtsstaat sind zwei Dinge, die sich nicht vertragen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und durch Schreien wird es nicht besser.
Und Sie wissen ganz genau aufgrund Ihres beruflichen Hintergrundes, wie der Rechtsstaat funktionieren müsste. Und da ist es noch erschreckender, kann ich nur sagen. So, und jetzt komme ich zu den weiteren Themen. In diesen Tagen jährte sich der feige Anschlag auf unseren Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Lübcke. Die Tat ist ein grausames Beispiel dafür, wie gefährlich Hass und Hetze besonders auch in den sozialen Medien ist. Und deswegen will ich noch einmal darauf hinweisen, es ist von vielen Rednern schon angedeutet worden, am Anfang stand nicht mehr als ein YouTube-Video, das von Rechtsextremisten gezielt und x-fach verbreitet geteilt wurde, mit nur einem einzigen Ziel, Stimmung zu machen. Und das ist auch genau das, was die AfD mit all diesen Themen immer wieder unterstützt. Und deshalb sind Sie bei Hass und Hetze auch diejenigen, die schüren und nicht dafür sorgen, dass man damit inhaltlich umgeht. Ja. Hass und Hetze zielen darauf, andere einzuschüchtern und missbrauchen damit die eigene Meinungsfreiheit zur Ausübung verbalen Terrors. Was tatsächlich passieren kann, haben wir letztes Wochenende bei den Randalen in Stuttgart gesehen. Mutmaßliche Personen aus der Partyszene, die sich bereits seit mehreren Wochen in den sozialen Medien inszeniert haben, sind auf die Straße gegangen und haben hier ihr Geltungsbewusstsein aggressiv in die reale Welt getragen. Das sind unerträgliche Zustände, und es sind sich alle einig, dass wir die bekämpfen müssen. Aber auch Rechtsextremisten missbrauchen digitale Plattformen, um Stimmung gezielt anzuheizen und Andersdenkende einzuschüchtern. Der grassierende Hass stachelt andere auf. Schlimmer noch, empfängliche Personen fühlen sich ermutigt, den Worten der anderen Taten folgen zu lassen. Die Meinungsfreiheit, natürlich auch im Netz, hat für unsere Demokratie existenzielle Bedeutung. Denn das freie Wort, der Austausch von Gedanken und Meinungen sind Grundpfeiler unseres Gemeinwesens. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, im Artikel 5 des Grundgesetzes geregelt, gibt dem Einzelnen die Möglichkeit, seiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Meinungsfreiheit bedeutet aber mehr als nur das Recht auf eine eigene Meinung. Frau Schardt-Sauer, Sie haben das ja auch ausgeführt. Es bedeutet auch, nach den eigenen Ansichten leben und handeln zu dürfen. Jeder darf, kann und soll so sein, wie es am besten zu ihm oder ihr passt. Aber das darf nicht uferlos geschehen. Da die Menschenwürde als Wurzel aller Grundrechte mit keinem Einzelgrundrecht abwägungsfähig ist, muss die Meinungsfreiheit stets zurücktreten, wenn eine Äußerung die Menschenwürde eines anderen verletzt. Und wenn das passiert, dann muss der Staat eingreifen. Es geht darum, im Netz bei Hass und Hetze die Freiheit im Netz zurückzugewinnen. Alle jungen Leute, die mit dem Netz aufgewachsen sind, sagen mir, das, was an Hass und Hetze dort stattfindet, hat uns die Freiheit genommen. Weil diejenigen, die sich äußern wollen und den Shitstorm befürchten, äußern sich nicht mehr im Netz. Und auch das müssen wir sicherstellen, dass es, ohne dass man bedroht wird, möglich ist, seine freie Meinung zu äußern. Und das gilt auch für das Netz. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Und ich will noch einmal daran erinnern, das haben wir schon oft hier gesagt, ich finde, man kann es nicht oft genug wiederholen, im Netz gelten dieselben Bedingungen wie in der analogen, realen Welt. Und das bedeutet, dass jeder Straftatbestand natürlich auch in der digitalen Welt verfolgt wird. Es gibt aber schon ein paar Probleme, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Und deshalb im Bereich der Cyberkriminalität und der digitalen Gewalt, da sind wir in der Tat Vorreiter. Das will ich noch einmal betonen. Das liegt auch an der Geschichte, die wir haben mit der Zentralstelle für Internetkriminalität. Das Bundeskriminalamt sitzt in Wiesbaden, und die langen Beziehungen zwischen BKA und ZIT sind so eng, dass sie heute dazu führen, dass tatsächlich in ganz Deutschland diese Zusammenarbeit eine der
effektivsten und erfolgreichsten ist, die man sich vorstellen kann. Unsere hessischen Spezialstaatsanwälte haben vor einigen Tagen das mal wieder bewiesen. Man konnte das den Medien entnehmen, dass auf Initiative der ZIT ein koordinierter Schlag gegen Hasskriminalität im Netz gelungen ist. Und der Kollege Wilken hat ja nach Zahlen gefragt. Also an dem Punkt will ich jetzt mal ein paar Zahlen nennen. Gemeinsam mit den Behörden weiterer 11 Bundesländer haben in den Morgenstunden des 4. Juni im Rahmen einer bundesweit konzertierten Aktion in 12 Bundesländern strafprozessuale Maßnahmen in Form von Durchsuchungen und Vernehmungen gegen insgesamt 39 Beschuldigte stattgefunden, die im Verdacht stehen, in verschiedenen sozialen Netzwerken strafrechtliche relevante Hass und Hetze gegen Dr. Walter Lübcke verbreitet zu haben. Das alles wird jetzt ausgewertet und zu weiteren Ermittlungsverfahren führen. Ich will darauf hinweisen, dass die ZIT inzwischen auf 23 Internetstaatsanwälte aufgebaut worden ist, von ursprünglich mal 4. Das ist ein enormer Schub in den letzten Jahren gewesen, der ermöglicht, dann auch schlagkräftig am Ende Hass und Hetze zu bekämpfen. Im Übrigen haben wir in Hessen alles, was mit Hass und Hetze zu tun hat, zentral der ZIT zugewiesen, weil die Spezialisten dann andere Möglichkeiten haben, auch über das, was bei einzelnen Nutzern passiert, Netzwerke aufzudecken, die präventiv dann weitere Straftaten verhindern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Zusammenhang will ich sagen, es ist uns gelungen, in diesem Kontext gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit den Bürgern des Landes, das Projekt Hessen gegen Hetze aufzulegen. Und dieses Projekt ist so erfolgreich, dass wir auch mit den sogenannten NGOs inzwischen dabei sind, Hassmeldungen zu sammeln und diejenigen jedenfalls am Ende auch nicht nur zu löschen von den Hasspostings, sondern die Täter auch zu verfolgen. Die ganzen Ideen und Projekte laufen. Frau Staatsministerin, Sie wissen, dass die Zeit der Fraktionen bereits abgelaufen ist. Danke, Herr Präsident. Ich will darauf hinweisen, dass die ganzen Ideen und Projekte, die dazu laufen, einen Großteil ins Leere laufen, deshalb, weil wir die Täter nicht ermitteln können. Und dies stellt nicht nur ein theoretisches, sondern ein reales Problem dar. Im Jahr 2017 konnten beim Bundeskriminalamt über 8.000 Hinweise auf Kinderpornografie nicht weiter ermittelt werden, weil die Identität der Täter nicht ermittelt werden konnte. Ich wiederhole noch einmal, 8.000 allein in diesem Bereich. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die durch den Provider immer nur zeitweise nacheinander an verschiedene Kunden vergebene IP-Adresse für einen zurückliegenden Tatzeitpunkt nicht mehr dem Täter zugeordnet werden können. Bei Straftaten, die mittels Internet begangen werden, stellt die IP-Adresse des Täters regelmäßig den einzigen, immer aber den ersten, effizientesten und schnellsten Ermittlungsansatz dar. Und ohne diese Zuordnung ist das eben schwierig zu ermitteln. Und deswegen will ich sagen, fordere ich schon lange, dass die Telekommunikationsanbieter Daten wie Telefonnummern und IP-Adressen einige Monate speichern müssen, damit Strafverfolgungsbehörden zur Aufdeckung von Straftaten auf diese Daten zugreifen können. Das ist der Kern jeder Ermittlungstätigkeit im Internet, ob Drogen, Kinderpornografie, Hass und Hetze, was immer es auch ist. Und deshalb bin ich den Innenministern, der Kollege Beuth war ja auch dabei, mit den Bundesinnenministern und vielen Innenministern der Länder, ich erinnere nur einmal an den SPD-Innenminister aus Niedersachsen, die eben alle zusammen gesagt haben, wir müssen uns diesem Thema widmen. Der Bund muss am Ende diese Entscheidungen treffen, mittreffen, dass das wieder in Gang gesetzt wird. Aber ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, Hass und Hetze und alle Taten im Internet sind nur dann effektiv zu ermitteln, wenn das Handwerkszeug den Ermittlungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft in die Hand gegeben wird. Und deshalb kommt es darauf an, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum der Rechtsstaat da noch effektiver ist. Wir ermitteln Dinge, aber noch nicht genug. Und in diesem Sinne geht es, dass es keinen Täterschutz geben darf, sondern der Opferschutz muss vor dem Täterschutz stehen. Und das bedeutet die Forderung der Möglichkeiten für die Ermittler
zu erweitern und am Ende die Täter dingfest zu machen. Das ist ein starker Rechtsstaat im digitalen Raum. Und dafür brauchen wir Mehrheiten. Und da fordere ich jeden auf, mit dafür zu kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Es ist eine überzogene Redezeit von 3:19. Ich wollte das nur hinterlegen. Ich sehe aber keine Wortmeldungen mehr aus den Fraktionen, sodass ich die Debatte damit schließen kann. Und der Vorschlag ist, dass wir den Antrag an den RTA überweisen. Ich schätze, das werden wir alle gemeinsam jetzt auch so tun. Und dann tun wir es so.